Ja, Andi, da sind wir. Von 14 auf 3. Die ganze Geschichte ist in diesem Winter wohl nur mit einem sonnigen Gemüt zu ertragen. Ne? Ja, das stimmt. Also, ich glaube, das ist das, was man sich nicht nehmen lassen darf. Es ist sicher ein sehr, sehr schwerer Wettkampf gewesen heute, aber ich sage mal, wenn es natürlich dann so ausgeht, für einen ist es schon schön. Sicher, es frisst den einen oder anderen, aber ich sage mal, es gleicht sich halt wieder aus und das ist eigentlich das Schöne. Andi, brauchst du mentales Training oder ist das naturgegeben? Ich meine, den ersten Wettkampf, den ersten Durchgang muss man erstmal wegstecken. Dann muss man zur Gegenwart zurückkommen. Das ist ja nicht so einfach. Ja, stimmt schon. Also, wenn es dann so schneiden anfängt, gehen auf einmal dann schon die Radeln im Kopf. Aber ja, nichtsdestotrotz, es nutzt alles nichts. Wetter kann man nicht beeinflussen. Das Einzige, was man machen kann, einen gescheiten Sprung machen. Und ja, ich schaffe es. Gott sei Dank wieder, dass ich da wieder da hinkomme und das macht Spaß. Diese Radeln im Kopf, die hast du in dieser Saison ja schon ein paar Mal drehen lassen, trainiert. Hilft das auch? Ja, sowieso. Also es war heuer bis jetzt ein sehr, sehr schwerer Weltcup, aber ja, man gewöhnt sich an alles. Dirk. Auf Gott vertrauen und auf Kofler vertrauen. Ja, Gott sei Dank, darf ich sagen, das passt. Dankeschön. Bitte.